Guten Tag, ich begrüße dich hier bei Christina Soraya und Roland Enoir. Neubeginn und die vielfältigste Art an Unterstützung, an Möglichkeiten, welche wir gemeinsam schon hierher gebracht, damit Erlösung, eine Neuorientierung sich vollziehen kann, auch in deinem Leben. Denn nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, welcher nicht mehr der neuen Zeit entsprechend die Energieschwingung in sich trägt, damit diese Verwandlung sich vollzieht. Heilende Begegnungen sind hochwirksam für dich, schenken dir Bewusstwerdung und Verwandlung, schenken dir Gesundheit, ein neues Leben, Stück um Stück immer mehr. Doch natürlich setzen wir nicht eine Grenze, dies kann schon beim ersten Mal geschehen. Erlaub es dir, auch über das Internet, dieses große Medium, werden wir wirksam sein, werden wir mit dir bis in die kleinsten Winkel dieser Erde hinein Kommunikation, Verbindung haben, damit du deine Seelenfamilie wieder spürst, dich einklingst, mitschwingst in dein neues Dasein, hier dein neues Leben, den Neubeginn vollziehst. Eine DVD-Heimbegleitung, vertragsfrei, jederzeit in Eigenverantwortung, schenkt dir Bewusstseinsinhalte. Du hast sozusagen einen Spiegel vor dir, kannst dein Leben betrachten, wirst dir gewahr und erhältst natürlich geführt und übermittelt durch die geistige Welt, die hohen Lichtwesen verschiedener Ebenen, energetische Übertragungen, Weihungen, Segnungen, so wie es vorgesehen ist, auch heilende Klänge, denn die Kraft der Stimme ist mit eines der größten heilenden Instrumente, welche seit Anbeginn der Zeit für die Menschen wirksam immer schon war, in Vergessenheit ein Stück weit gekommen ist. Doch nun ist diese Heilkraft wieder da. Und ich darf wahrlich sagen, dies geschieht über jedes Wort, welches du hörst, mit deinen physischen Ohren, mit deinen feinstofflichen Organen. Auch ganz praktisch ist schon das erste Buch entstanden, die Wahrheit deiner Seele. Du wirst dich in vielem wiederfinden, egal welches Alter du momentan aufweist, damit all dieser alte Schmerz, diese Wunden sich heilen und erlösen, immer mehr, immer mehr. In deiner Zeit, ohne Druck, ohne Qual, denn das haben wir lange genug erlebt. Nun ist Leichtigkeit und Transparenz, Tanz und Spiel, wie ein Kind, wieder angesagt in deinem Leben. Lass es uns gemeinsam tun, lass es uns gemeinsam leben.
denn wir gemeinsam schreiten voran. Auch dich erfahren, indem du deine heilende therapeutische Arbeit weiter ausdehnen, dich erfahren kannst als Transformationstherapeut, Releasing Begleiter, Bioenergietherapeut. All dies kannst du auf unserem gemeinsamen Weg erlangen. Denn du trägst alles in dir, doch es braucht einen Spiegel. Du brauchst Raum und ein Stück weit die Offenheit, um dich erfahren, um genau wissen, aha, so mache ich es diesmal in meinem Leben. So schaffe ich Veränderung und meine Verwirklichung in meinem physischen Sein. Dies ist eine bewegte, freudige Zeit, denn Szenarien, Angst und Unsicherheit sind nicht mehr deine Begleiter, erlösen sich, werden überlichtet von der hohen, kristallinen Licht-Liebesenergie der neuen Zeit. Ich freue mich, wir freuen uns gemeinsam, dich begrüßen dürfen, heißen dich willkommen im Lichte der Seelenfamilie wieder vereint. Und so danke ich dir für dein Hinhören, für dein Spüren. Freue mich, wenn wir uns begegnen, wie auch immer du dich interessierst, du dem Ruf deiner Seele folgend und der Lenkung der geistigen Welt, den Engeln und deiner Geistführer vertraust, denn sie sind direkt neben dir. So ist es. Vielen, vielen Dank, Christina Soraya und Roland Enoha. Schön, dass es Menschen gibt wie ihr, die den eigenen Weg einfach folgen. Zur Information, ich muss auch Regie machen, deswegen muss ich einfach auf den Bildschirm zwischendurch schauen. Ja. Schön. Hallo, vielen Dank. Hallo, Jeet. Hallo, Christina. Ja, ich bin selber ganz ergriffen. Nochmal, warte mal, ich musste kurz ein Audio. Ja. Ja. Nochmal das Letzte. Ich habe gerade den Film mit angeschaut. Ja. Und ich bin selber immer ganz ergriffen, wenn die geistige Welt so durch mich spricht. Aha. Und ich dann selber so eingehüllt bin, weißt du? Aha. Ja, es ist auch so, dass dadurch, dass wir das zusammen sind, ja, die Seelen verbunden sind,
bekommt auch eine ganz andere Intensität, weil dadurch, dass ich das bearbeitet habe, ich habe das schon alle, die Aufzeichnungen schon gesehen, aber so ja. Wie jetzt hat eine ganz andere Intensität. Ne? Ja. Ja, es ist sehr schön geworden. So wie es einfach im Moment richtig und möglich ist. Schön. Ja. Ja. Ja, und ich fühle einfach die Seelen, wie sie sich freuen jetzt, wie sie tänzeln und ich hoffe, dass einige Menschen, also wir werden ja auch Raum geben, dass jetzt einige Menschen sich möglicherweise melden, vielleicht haben einige Fragen, mhm. Ja. Ansonsten werde ich so ein bisschen was erzählen und ja. Vielleicht gebe ich die Information, also den Chat ist jetzt offen und ja. Wer schreiben, wer fragen möchte, da muss man sich zuerst anmelden bei Livestream ja. Intern. Und das heißt, dauert dann so einige. Genau, das heißt, wer später fragen möchte, kann das jetzt einfach auch tun. Ne? Ja, ja, gerne. Bitteschön. So, du fängst an, ne? Und dauert einige Minuten, bis die erste Frage kommt, ne? Ja. Mhm. Ja. Also jetzt, ich soll jetzt einfach mal noch warten, ne? Nee, erstmal okay, das dauert, weil viele kennen das nicht, das dauert schon einige ja. Minuten. Bis die Leute sich anmelden, weil die mussten sich anmelden, ne? Das ja. erste Mal, ne? Und dann werden ja. sie angemeldet sein und wird es ja. leichter sein, ne? Okay. Mhm. Ja, heute ist ja ein passendes Thema Neubeginn. Und für viele Menschen ist ja in ihrem Leben ein Neubeginn geht vonstatten, ist angesagt auf vielen Ebenen, ja, ob das in der Partnerschaft ist, im beruflichen Leben, in Familie, überall finden Erneuerungen statt. Und es ist ganz wichtig, dass wir Menschen, dass der Mensch leicht und beweglich sich in dieses Geschehen hineinbegibt, damit möglichst sanft sich all dies vollziehen kann. Und das ist natürlich immer etwas leichter gesagt, denn viel geistiges Wissen, viele Erkenntnisse tragen wir ja in uns, haben vieles gelernt. Doch die Umsetzung und die Anwendung, das ist immer mit der wichtigste Punkt, denn sonst bleibt all das Gelehrte, all das Angenommene einfach ohne Wert, wertlos. Und damit es uns gemeinsam immer besser gelingt, die Strukturen der Angst, der Unsicherheit freigeben, sie transformieren, das ist so die Arbeit von uns, von Roland Enoir, von mir, Christina Soraya, den Menschen ganz im Fundament, auch in der Umsetzung einfach behilflich sein. Und das geht natürlich auf der Energieebene, auf der energetischen, feinstofflichen Ebene, denn da gibt es manchmal einfach Blockaden, Dinge, da kommt ein Mensch alleine nicht dran. Und das ist so, ja, da werde ich geführt, um das Aufspüren, das darf ich dann sehen in den verschiedenen Lichtkörpern, die wir haben. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere das schon bestimmt gehört, wir haben drei Lichtkörper und die möchten alle wieder aktiviert, möchten gereinigt werden, möchten transparent und für die hohe neue Energie wieder angepasst werden, so möchte ich sagen. Und all das ist so unsere Arbeit, unser Wirken und das ist sehr, sehr kraftvoll. Es geschieht immer in dem Rhythmus, in dem Tempo, wie es für den einzelnen Menschen und für eine Gruppe
vorgesehen und angemessen ist, damit wir auch wirklich ganz hier in der Materie die Umsetzung leben können. Ja? Das ist eine wichtige Prämisse für Roland und mich, dass wir all das geistige Wissen mit der göttlichen Liebe natürlich vereint hier auf die Erde bringen, leben und anwenden. Jeet hat vorhin so wunderbar vor dem Einstieg gesagt, wir sind ein Sender, der authentisch ist. Es können immer mal kleine Haken und Ösen auftreten. Das muss nicht sein, das kann mal sein. Ja, die Authentizität, die wieder in jedem Menschen erwachen darf und soll, natürlich ohne Druck, ist ganz wichtig. Wir leben, viele Menschen leben in Abtrennung. Das ist meine Arbeit, das ist mein Privatleben, das ist meine Urlaubszeit, das ist mein Familienleben, ja. Meine Partnerschaft, die hat auch noch ein bisschen Raum. Und in der neuen Zeit besonders die Lebensweise, die Roland Enoir und ich, Christina, den Menschen übermitteln, die lemurianische, atlantische Lebens- und Heilarbeit, diese Weise lässt nicht mehr ein Getrenntsein geschehen. Da geschieht alles vereint in einer glücklichen, göttlichen, hohen Lebensschwingung. Und das geschieht natürlich nicht in 4 Wochen auf Knopfdruck. Ja? All diese Aspekte möchten natürlich erkannt und integriert und umgesetzt sein. Doch all dies macht auch Freude, geschieht mit so viel Leichtigkeit, denn die Veränderung, der Neubeginn, die Verwandlung wird ganz direkt schon spürbar. Schon nach einer Behandlung, einer Begegnung, ja, es ist immer angemessen und ich liebe es, diese Transformationsarbeit. Und es ist ja einfach meine Erfüllung. Und auch ich werde immer tiefer getragen, darf über meine Stimme sehr viel heilende Klänge hierher bringen, sehr viel tun über die Stimme. Doch ich kann auch sehr schweigsam sein und darf ja einfach dann die Kraft so übermitteln. Das ist je nachdem, wie es gebraucht wird, wie es für die Menschen wichtig ist. Im Moment brauchen die Menschen Erklärungen auch für den Verstand. Ja. Mhm. Viele Botschaften sind gegeben worden. Auch heute werden wir von der geistigen Welt, von Cryan mit seinem Helferteam eine herzöffnende, eine Stabilisierung erfahren, damit wir weitergehen, im Vertrauen sind, in uns selbst und in die Verbundenheit mit der feinstofflichen Welt. All dies wird in gegebener Zeit für uns alle, die in diesem Transformationsgeschehen sich befinden, welche sich eingelassen haben, diesen Weg in diesem Leben gehen, werden all die Schwestern und Brüder wieder sehen, sie wahrnehmen. Ja, und natürlich nicht nur hier auf der Erde, sondern auch darüber hinaus auf anderen Planetensystemen. Doch wir gehen einen Schritt nach dem anderen, ja, lösen erstmal hier unsere Themen noch ein Stück auf. Und dennoch geschieht all dies gleichzeitig. Ja, wir sollen uns nie eine Grenze setzen in Gedanken, in Worten, wenn wir etwas ausgesprochen haben, wo wir dann spüren, das ist vom Energieniveau
nicht so hochschwingend ist, nicht so anhebend, dann können wir das einfach verbessern. Legen erhebende Worte, erhebende Gedanken darüber, damit die Energiestruktur, die Kristalle, welche entstanden sind, mit der höchstmöglichen Schwingung aufgeladen sind. Ich merke, ich rede und rede. Ich freue mich natürlich, wenn einige Fragen kommen. Ich glaube, so wie du redest, wird niemand fragen, weil das ist schon die Schwingung, die du hast, bringt in einen Zustand des Annehmen. Aber ich habe eine Frage. Ja, gerne, Jean. Christina, ich bekomme eben seit einiger Zeit, ich fühle, was du sagst, so Neuimpulse, wie ein Neubeginn. Ne? Ja. Ich bekomme einfach so diese neue Magie. Ich weiß, ich spüre, ich kann am Tag, in die Nacht, in die Stille gehen. Ich kann meine Seele folgen. Und dann denke ich, oh, ich bin doch ein bisschen faul. Ne? Und bin manchmal unsicher. Ich bekomme jetzt diese Information und tue es aber oft einfach nicht. Ne? Weißt du, wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger, möchte ich sagen, ja, wo wir immer mal Berührung hatten mit deiner Frau, mit Sabine und dir, ja. Und ich dringe ja nicht in einen Menschen ein, ja. Das steht mir nicht zu. Das geschieht nur, wenn der Mensch zu mir oder zu Roland kommt und wir gemeinsam arbeiten, ja. Und es gibt einfach Dinge, wie ich schon gesagt habe, und da bin ich so mit einer von den Spezialisten. Es gibt bestimmt noch mehrere Schwestern und Brüder, Frauen und Männer, die diese Sensibilität, diese Wahrnehmung haben. Da geht es einfach um atlantische und alte Blockaden. Das heißt Dinge, die dich einfach gar nicht anders handeln lassen. Ja? Mhm. Weil du sozusagen noch immer wie eine Marionette darum zappelst, du könntest anders tun, aber du machst es nicht. Mhm. Ja, und das sind einfach Strukturen in deinen Lichtkörpern, ja, ich gehe jetzt nicht in ganz in die Tiefe, einfach im Lichtfeld, in den Lichtebenen, in den Chakren, die dich einfach noch zurückhalten, ja. Und da bist du natürlich nicht alleine. Ich habe sehr viele Klienten, ob das jetzt in den Gruppen oder in den Einzelbehandlungen ist, wo jetzt einfach diese Blockaden, auch manchmal Implantate, wo die aufgelöst werden durch die geistige Welt. Ja? Mhm. Und dann, ja, dann bist du nicht mehr der oder die, ja, in dem Fall der, der du vorher warst. Ja, dann handelst du einfach, dann setzt du dieses Potenzial wirklich um. Mhm. In all der Leichtigkeit. Ja? Das sind vielleicht noch ein paar andere Strukturen, weiß ich jetzt nicht. Das ist halt so, ja, das, was ich tun darf. Und auch tu. Und ich erlebe das natürlich auch alles selbst an mir, ja. Hab alles an mir durchlebt und darf immer noch erkennen und auflösen mit Roland gemeinsam. Das ist wichtig. Alleine könnte ich es nicht tun, denn es geht auch hier auf der Erde mit eines der wichtigsten Punkte, die Heilung von Mann und Frau in der Partnerschaft. Was bedeutet das in der neuen Zeit? Wir haben es nie gelernt, nie übertragen bekommen von den Eltern. Dafür war die Materie, der Überlebenskampf, das nach außen gerichtet sein in die Materie viel zu stark. Und jetzt ist auch da ein Neubeginn. In bestehenden Partnerschaften und in Menschen, die sich neu finden, angesagt. Ja? Also, es ist nicht verwunderlich, lieber G, dass du da noch so ein bisschen, ja, das ist so dieser kleine innere Schweinehund, ja, der hat einfach energetische Gründe und da gibt es bestimmt die Gelegenheit, dass du das auflösen kannst. Schön.
Mach dich nicht, mach dich, ja, bleib locker. Na, aber eben, manchmal bleibe ich zu locker. Das war ein bisschen das Ding. Dieses Gefühl, ich kann das, ist was Neues entstanden und ich kann es einfach auch jederzeit. Ne? Ja. Also da bin ich schon locker geworden, ne? Ein bisschen. Ja. Also das Gefühl, dass diese neue Dimension da ist, das, das macht mich schon glücklich. Ne? Ja. Mhm. Und jetzt beginnt natürlich unser gesamtes Lebensfeld, ja. Mhm. Unser Lebensfeld, wie es für uns angenehm ist, ja. Mhm. Ob das jetzt das Arbeitstechnische ist, dass wir überall dieses Wohlgefühl halten und leben, ja. Dass das ohne Druck und auch ohne Existenzangst und Selbstzweifel, was da so alles mit einhergeht, dass diese Energiestrukturen, diese Muster aus dem Lichtkörper, aus den Lichtkörpern wirklich Stück um Stück transformiert werden. Mhm. Ja. Und natürlich, die meisten Menschen sind sehr ungeduldig. Mhm. Und möchten doch jetzt endlich, ja, die Energie ist ja da und jetzt muss es doch. Und es, weißt du, ich selber bin sehr stark auch mit den atlantischen Priestern und Priesterinnen verbunden, den Schwestern und Brüdern. Und die Aspekte dieser Wesen, dieser Schwestern und Brüder, das ist mein Wort einfach, das ist einfach ein Richtungsweiser für mich, ja. All diese, wenn wir diese Aspekte der 12 göttlichen Strahlen verwirklicht haben, weitgehend, ja, zumindest mal auch verstehen, wissen und spüren die Bedeutung ansatzweise, dann haben wir schon vieles, vieles erkannt und leben dies auch. Mhm. Und das fließt auch in meiner Bewusstseinsarbeit ganz intuitiv, ja. Roland und ich, wir haben ja nicht eine Struktur in dem Sinne. Es geschieht immer geführt und intuitiv, damit die Menschen wieder in ihr Gespür kommen. Ja. Mhm. Sie sind ja nichts anderes als ich oder du oder, ja, wir sind ja schon gleich. Nur die einzelnen Seelengeschwister finden sich. Es wird mehrere Gruppierungen auf der Erde geben, ja, stärkere Felder, die sich einfach miteinander schwingen. Doch auch da wird absolut der Frieden und die Harmonie, die göttliche Akzeptanz und Liebe sein, ja. Und das ist einfach großartig. Mhm. Das möchte natürlich alles angewandt, verstanden und umgesetzt werden, ja. Und dennoch geht es nicht mit Druck auf nicht einer Ebene, das geht nicht. Alles, was wir mit Druck erlangen möchten, das bleibt bei uns. Das heftet uns an den Fersen, ja. Ich habe ein Gefühl jetzt, so die letzten Tage, ne, dass es sowieso geschieht, und dass ich mich einfach sowieso nicht, auch was du in Bezug auf Beziehung gesagt hast, dass alles einfach und leichter und wie ein Neubeginn, dass ich mich gar nicht entziehen kann, will ich sowieso nicht. Aber meine Frage ist, kann es sein, dass es einfach für die meisten Menschen auch so ist, dass wir können Schritte machen, aber grundsätzlich können wir uns diese Änderung nicht entziehen? Ja, jedoch, weißt du, Cheat, wir sind ja Geistwesen und das bedeutet, dass wir sollen mit dem Verstand, mit dem Herzen unsere Bewusstheit annehmen. Mhm. Ja, und weißt du, wenn du, was bedeutet menschliches Handeln im Vergleich zu einem göttlichen Handeln? Der Mensch sagt, ja, es ist doch alles wie immer. Draußen, die Sonne geht auf, die Natur erblüht, ja. Ich kann es nicht sehen. Ich merke halt nur, dass alles ein bisschen hektischer ist oder Menschen haben häufiger Depressionen oder körperliche Ausfälle, ja. Aber sonst ist alles wie immer. Mhm. Es geht darum, wenn du sagst, ich kann eh nichts tun, ja, und es
die Welle der Transformation, des Neubeginns hier auf der Erde nimmt mich mit. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Doch du möchtest doch bewusster Schöpfer werden, in all deiner Liebe verankert. Und so erlebe ich es, dass ich zum Beispiel habe, glaube ich, schon die ganze Welt gegrüßt. Ich habe jedem Menschen guten Tag, grüß Gott, als Kind schon, als junges Mädchen habe ich das gemacht. Das habe ich so gelernt. Ich habe das auch aus dem Herzen gemacht. Ja. Heute spüre ich, welche Struktur steht hinter einem Menschen wirklich dahinter. Verstehst du? Ja, ja. Und das ist der Unterschied zwischen menschlichem und erleuchtetem göttlichen Handeln. Und es ist nicht bewertend. Die Menschen dürfen so sein. Ich achte sie, doch ich lasse meine Aufmerksamkeit oder Energie da nicht dahin fließen. Ja, ich gehe dann meinen Weg und bin ganz bei mir. Ja, in meinem Licht verankert. Und dies wieder spüren und die Bedeutsamkeit dessen wahrnehmen und anwenden. Das ist mit ein Aspekt, bewusster Schöpfer werden und sich in der neuen Zeit bewegen. Ja. Also, lass es mal so stehen. Okay. Du schwingst auf der Welle mit. Doch, ja, die Welle kann noch, ja, die kann noch vielleicht farbenfroher und freudiger und tanzender werden, ja. Klar, es kann immense Schritte machen, aber für mich ist es einfach auch, es ist ein Trost oder es hilft oder es gibt einfach Impulse, wenn die Menschen wissen, also diesen Satz kommt mir öfter, dass man sowieso mitgenommen wird. Das heißt, dass die Menschen, die Vorreiter sind, die ihren Weg gehen, die einfach Licht bringen, dass man auf jeden Fall mit in diesem Boot sitzt. Für mich das so zu sagen, ist ein Impuls, das noch mehr auch anzunehmen. Ja, das ist richtig. Weißt du, Cheat, du hast auch eine, ich sag mal, ein Stück weit noch eine andere Aufgabe, ja? Du bringst diese Gelassenheit und diese Souveränität, strahlst du dann ganz stark aus deinem Herzzentrum, ja, aus deinem Beckenboden, um diese Energieschwingung, nichts tun, einfach geschehen lassen, mit hier verankern, ja? Andere, du hast gesagt, Meister, Meisterinnen haben einen anderen Auftrag oder eine andere Intention, spüren das in ihrem Herzen und gehen einfach dann ihren Weg. Ja, klar, klar. Doch, wir sitzen absolut, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Und das ist wunderbar. Ja, und niemand ist besser oder schlechter. Jeder handelt nach seiner besten Kraft momentan. Ja, und wir unterstützen uns gegenseitig. Klar, jeder Boot gibt es andere Aufgaben. Ne? Ja. Einer singt, der andere paddelt, der andere steuert. Genau. Der andere ist traurig oder so. Ne? Das ist einfach jeder lebt seine Aufgabe. Ne? Und trotzdem so für mich das Gefühl, einfach derjenige, der steuert oder mit dem Wind spricht oder mit dem Wasser handelt, dass das, was die anderen machen, mich auch glücklich macht. Das gibt mir Impulse, einfach meine Aufgabe noch leichter zu erkennen und mehr einfach auch in meine Aufgabe auch zu gehen. Ne? Ja, da werden deine spirituellen Kanäle aktiviert, also in deinen spirituellen Körpern, ja, damit diese Energie frei wird und in dein Bewusstsein, in dein Tagesgeschehen einfließt, damit es in dir auch, es steigt in dir auf, diese Energie, und es wird dir dann bewusst. Ja, es kommt dir in deine Gedanken. Du hast dann neue Ideen, Impulse, bist kreativ, ja? Das ist immer die Inspiration der Götter. Ich liebe ja die poetische Sprache, ja? Und es
kommt natürlich aus deinem eigenen Feld und aus dem Kollektivfeld des göttlichen Feldes, ja, wo du gespeist wirst. Ja, eben, das meine ich. Das heißt, jeder, der etwas Gutes fürs Boot macht, ist für alle andere oder für den Körper, ich nenne es Organismus, ne? Ein Boot, ich nenne es organismische Intelligenz, ist meine Forschung, dass wenn dass wir uns wieder daran gewöhnen, nicht neidisch zu sein, wenn jemand was Tolles macht, sondern wow, das kommt mir zugute. Ne? Das wäre eine kulturelle Wiederkehr an die, an die Natur des Seins. Ne? Ja. Das wird auch so entstehen, Jeet. Das ist, dass diese Struktur der, der Rivalität, ja, das ist ja die Struktur der Rivalität. Ich bin nicht gut genug oder der andere könnte besser sein oder die andere, ja? Das leben wir ja momentan in allen Bereichen, ja? Wo die Menschen, also ich sag mal, die schlafenden Menschen sich bewegen, ja? Und das ist, das wird sich ganz auflösen durch uns. Weil dies hat nichts mit Natürlichkeit und mit einem Miteinander tun. Jeder hat seine Spezialität und seine Eigenheit. Ja, und gemeinsam wirken wir. Ja. Gemeinsam bringen wir all dies hierher. Ja. Eben, und das ist die große Veränderung. Bis jetzt dachten wir einfach, dass es, oder jeder ist einfach schon seinen Weg gegangen und dachte einfach auch getrennt zu sein. Aber so wie ich dich einfach auch wahrnehme, oder das, was ich von dir empfange, bestätigt ein bisschen mein Gefühl oder meine Ahnung, dass es jetzt einfach auch nicht anders geht, ne, als im Boot zu sein, ne? Das Boot zu genießen. Ne? Ganz klar. Weißt du, und der Mensch, der göttliche Mensch, der wirklich alles in sich vervollkommnet hat, der trägt es nicht zur Schau. Weißt du? Der behält das für sich. Und er ist einfach da mit seiner Präsenz in diesem Boot, in diesem gemeinsamen Schiff, ja, welches von der göttlichen Intelligenz dann gemeinsam gesteuert wird und getragen wird. Ja. Und das ist etwas, was ich schon immer und ganz tief, ich kenne nicht Rivalität, das hatte ich noch nie. Noch nie. Natürlich kamen, als ich begonnen habe, auch Strukturen. Oh Gott, kann ich da überhaupt mithalten? Das war meine Entwicklung, meinen Weg selbst finden. In der Partnerschaft, in unserer gemeinsamen Heilarbeit, Bewusstseinsarbeit und für mich selber. Ich habe andere Qualitäten wie jetzt Roland. Und das ist wichtig in der Partnerschaft, dass jeder seine Energie auch spürt und weiß. Und dann gibt es ein gemeinsames Feld. Und dass das ganz frei ist, ja, völlig im Vertrauen und nicht irgendwie behaftet ist. Wie sollen wir sonst das weitergeben an die Menschen, ihnen das vorleben, ihnen das übermitteln? Das ist wieder der die Authentizität, ja. Das erleben wir selbst und wir leben dieses Leben. Wir leben dies. Und es ist wunderbar. Dem Beispiel von dem Boot, dem bekomme ich immer wieder. Stellt dir vor, der Koch, ne, der Koch auf dem Boot oder Segelschiff spürt das, ne, und fängt dann richtig göttlich zu kochen. Ne? So mit alle, so wie ein chinesischer Suppenmeister. Ne? Ja. Dass die Leute richtig berührt werden. Das heißt, es beeinflusst alles, ne? Auf alle Ebenen, je tiefer man... Weißt du, da gibt es eben diese Menschen, die das mit aus tiefstem Herzen, mit ganzem Herzen gerne tun, für eine Gemeinschaft. Und die kochen und lassen all ihre Liebe, ihre Kreativität da einfließen. Ich für meinen Teil... Ich koche ja nicht mehr, ja. Ich mache mal noch eine Suppe, einen Salat. Ich gehe sehr gerne essen. Wir lassen uns da verwöhnen, ja. Und das
natürlich ist das Bewusstsein ja da, dass wir nicht Essen brauchen, um zu überleben. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt in der Transformation. Jedoch, Essen genießen und von der hohen Lichtenergie leben, diese Vereinigung, dieses Anwenden, das ist natürlich wunderbar und ich liebe es. Ich liebe es zu genießen. Ich meinte so, diese chinesische, also früher waren natürlich die Meister waren immer nicht immer gesehen. Ne? Und in China hat man mit dem Essen, mit der Küche, Erleuchtung, das waren erleuchtete Meister, die über die Suppenküchen, ja, haben die Leute in die Art, wie sie das gemacht haben, auf den Weg gebracht, weil die durften nicht offen arbeiten. Ne? Aha, so, okay. so wie die Sufi, die waren Handwerker, das heißt, du bist einfach zum Schuhmacher gegangen. Und der hat deine Schuhe, seine Anwesenheit, die Art, wie er mit dir gesprochen hat, das heißt, über diese Medien sind einfach oft viele in der vergangenen Jahrtausende haben über diesen Weg das gegeben. Das heißt, auf dem Boot, jeder, der seinen Weg so gut wie möglich macht, beglückt alle. Ja, also damals war es, du willst mir damit sagen, damals war es einfach so, dass der Meister dann es über die Schuhe oder die Energie einfach hat, über sein Handwerk einfließen lassen, über die Worte, ne? Ja. Aber auch, dass jeder Mensch, auch der jetzt mit uns ist, egal was jeder tut, dass auch wenn jemand Koch ist oder an der Kasse arbeitet, genau die gleichen Möglichkeiten hat. Ne? Natürlich. Alle glücklich zu machen. Das ist das, was ich jetzt spüre. Ne? Ja, ganz klar. Mhm. Da geht es wirklich um die Anerkennung und Würdigung, dass nicht ein Berufszweig oder ein Titel oder mehr ist und besser ist als etwas anderes. Das haben wir im Lauf dieser vielen, vielen Leben, dieser langen, langen Zeit des Schlafens, haben wir das kreiert. Ja? Mhm. Wir haben auch da die Trennung hineingebracht. Das ist mehr wert und mehr anerkannt, wenn ich einen Arzttitel habe, als wenn ich jetzt eine Reinigungsfrau bin. Ja? Mhm. Oh, mir geht's gut. Du sag mal, ja, wie sieht denn das aus? Sollen wir denn für die Hörer jetzt auch noch mal ein kleines Betthupferl bereit machen? Oh ja, das ist schön, ja. Ja. Wie wäre denn das? Wunderschön, ja, ich freue mich sehr. Schön. Aber egal, was du sagst und machst, das ist... Das ist, dann würde ich jetzt einfach sagen, da heute noch nicht aus dem großen Publikum unserer Hörer und Hörerinnen Fragen gekommen sind oder einfach ein Mitsprechen, ja, es brauchen ja nicht Fragen sein, kann ja auch ein Mitsprechen sein, möchte ich gerne beginnen, möchte ich, einfach eine schöne Herzensmeditation, eine Herzöffnung machen, was die geistige Welt bereithält. Und wie viel Zeit habe ich denn? Solange du willst. Ich mache kurz ein technischer Cut, damit ich diese Aufzeichnung jetzt vom Beginn auch habe, falls die Leute sich das nur anschauen wollen.